Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Railway Empire. Ich grüße euch und wir können den Personaldialog... Ich muss mal ganz kurz gucken, wir brauchen hier auf jeden Fall dieses Ding. 40 Innovationspunkte fehlen uns. Von unseren Forschungsaufträgen habe ich bisher noch nicht so viel mitgekriegt. Ist Tunnelbau reduziert die Baukosten? Nee, den wollen wir nicht nehmen. San Diego kritisch, oh nein. Freier und unabhängiger Journalismus. Ein Eckpfeiler unserer Nation. Mhm. Da ist Zwergen. Unser Headquarter, möchte ich fast sagen. Mitten hier im wunderschönen Stadtstaat, möglicherweise noch San Diego. Ich weiß es nicht, ob es zu dieser Jahreszeit wird es wahrscheinlich schon dem Staate dazu gehört haben. Ja, wird schon dem Staat dazu gehört haben. Zumindest wenn ich mir die Flaggen angucke. Okay. Also der Deal, meine Lieben. Der Deal ist ja, diesen Zug zu klonen. War das so? Ne, 57. Oh. Damit wir einfach auf der Strecke einfach noch mehr Geld verdienen. Und danach geht es voll und ganz eben in die Getiere. Das heißt, von hier aus werden wir uns dann hier eine Linie reinbauen, die einmal Yuma anschließt und dann einmal rüber nach San Diego fährt. Und dann wieder zurück nach Yuma, zurück nach San Diego. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Dann werden beide Städte nacheinander versorgt. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das denn eigentlich eine gute Idee gewesen ist. Oder wäre vielleicht sogar. Ich weiß es noch nicht. Aber vorher klonen wir einfach den Zug mal kurz. Der fährt nämlich gerade von der anderen Seite hoffentlich los. Genau. Auch nicht mit viel, ne? Also ein bisschen was hat er mitgenommen. Wir könnten natürlich jetzt gucken, ob wir den Zug überlegen, ob wir dem einfach sagen, er soll Fleisch mitnehmen, weil das produzieren wir dann in Yuma relativ erfolgreich. Aber das gucken wir jetzt einfach mal. Also, wie gesagt, jetzt haben wir ein bisschen Minus auch gerade erwirtschaftet, weil wir halt echt alles ausgegeben haben. Das sollte gar kein großes Ding sein. Wir werden jetzt auf jeden Fall in die Fahrpläne investieren, damit da mehr Leute stehen. Und dann werden wir hier ein bisschen, ich würde mal sagen, so auf diese Ebene wollte ich ganz gerne kommen. Einfach damit wir hier noch ein bisschen mehr Einnahmen erzielen. So, hier kommt gerade ein Zug rein. San Diego. So. Ja, das sieht gut aus. Also hier, gucken wir mal. Das ist auf jeden Fall ein super Wert. Es warten aber hier auch nicht viele. Also das ist wirklich beschämend wenig. Und hier in L.A. es kommt auch gerade einer an. Aufkommen pro Woche sinkt ein bisschen, steigt aber jetzt auch wieder. Also ich glaube, das ist einfach so eine Frage der Zeit. Hier hätten wir jetzt endlich mal einen Heizer. Erhöht die Zuverlässigkeit eines Zugs. Ja, ich hätte aber gerne noch mehr. Aber gucken wir mal. Die treffen sich hier in der Mitte. Das funktioniert nach Yuma. Haben wir da auch die Zeit verkürzt. Das heißt, Yuma selber sollte natürlich auch jetzt gut angeschlossen sein. Kurzer Blick auf unsere Ausgaben. Ah, 43 Wochen, dann sollten wir auch wirklich ein bisschen mehr Geld auf der hohen Hand haben. Das heißt, wir werden jetzt mal ein bisschen sparen und gucken, dass das hier besser läuft. Ja, das ist halt echt nix. Oh, hier gibt es irgendwo eine Anschlussprämie. Bei der Milchhandlung da. Die wird aber nach niemanden an... Ah, na toll. Also das Milchding, das Milchgerät hier, es gibt eine Anschlussprämie, wenn wir es ans Netz anbringen, aber es will halt irgendwie keiner. Es wird nirgendwo hin, wird das exportiert. Boah, diese Zinsen, die hauen halt auch voll rein, ne? Okay, lass mal gucken. Also es interessiert sich auch niemand sonst für Milch im Augenblick. Weiß nicht. Ansonsten gibt es ja da auch nichts. Also da finde ich die Viehgeschichte fände ich einfach viel, viel interessanter, wenn wir hier uns gleich mal so einen kleinen Viehhub aufbauen würden. Das fände ich viel, viel lukrativer auch insgesamt. Aber da müsste man halt gucken, dass wir den so bauen, dass der, wenn der hier drinnen liegt, beide anschließt quasi.
Aber wenn wir den hier reinbauen, sollte der, ist der relativ flexibel. Also es hat eine weite weite Dauer hier. Ach nee, okay, also wir müssten hier wirklich mehr Geld ausgeben. Damit wir hier in den Radius reinkommen. Zumindest 100.000 müssten wir schon auf die Hand nehmen. Ja, also 100.000 sollten wir auf die Hand nehmen. Da kommen wir immer noch nicht hin. Aber können den trotzdem hier reinbauen, den großen. Und könnten eben im nächsten Upgrade könnte man natürlich auch dann das die Baumwolle mitnehmen, die wir im Augenblick, glaube ich, von hier aus noch gar nirgendwo hin exportieren brauchen. Also hier gibt es auch keine Fabrik oder sowas dafür. Das ist schade. Das könnten wir in Yuma noch einführen, dass hier Baumwolle zum Beispiel in Stoffe weiterverarbeitet wird. Und diese Stoffe in San Diego vielleicht dann wiederum zu Kleidung gefertigt werden. Also das fände ich schon mal eine ziemlich geile Nummer. Und hier haben wir zwei drauf. Und hier soll ja nur einer drauf sein, oder? Ja, das, also so kann man sich auch ganze Streckennetze jetzt angucken, was da drüber fährt eigentlich. Da könntet ihr ja nämlich auch Streckennetze im Prinzip einfach und sicher umändern. Ja, die sorry mit der Anschlussprämie, das bringt mir uns augenblicklich gar nichts. Aber Yuma würde ich gerne voll aufpushen mit Fleisch. Und vielleicht könnten die Züge dann auch noch einmal Fleisch runter nach San Diego fahren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Es könnte natürlich sein. So, wir müssen immer noch... wir haben nicht mehr viel Zeit, um 18:32 unsere Gesamtlänge zu schaffen. Die Züge könnten wir aber hinbekommen. Wie gesagt, der nächste Aufgabenschwerpunkt wird sein, wahrscheinlich erstmal unseren Kredit zurückzubezahlen. Wir könnten dann noch einen aufnehmen, um dann unser Streckennetz auszubauen. Weil ich denke mir, es ist relativ easy. Entweder von hier unten könnten wir halt super einfach hier rüberfahren. Also von, wenn wir von hier direkt rausfahren, im engen Bogen hier rüber... Und dann hier hoch, dann sollte man eigentlich ziemlich einfach rüberkommen. Hier wäre es noch besser, hier drüber. Also von hier, dann hier rüber und dann hier irgendwo ran. So die Idee. 100.000 ist natürlich kein Pappenstiel, ne? Das musst du auch erstmal haben, das Zeug. Das ist so geil da hinten auch. Chefingenieur, cool. So, hier fahren auch ein paar mehr weg mittlerweile. Was sagt denn unsere Forschung dazu? Erhöht die Anzahl der Passagiere in jeder Stadt um 10%. Das wäre auch wichtig. Das ist aber uns noch ein bisschen zu wenig. 8%. 8% wären hier die Gepäckträger. Dafür fehlen uns noch 20 Innovationspunkte. Das wäre es halt auch, ne? Das wäre so cool. Und ihr wartet gerade. Worauf? Auf nix. Ach, weil der hier hinten gerade durch ist. Ah, verstehe. Na komm, gib Gas. LA ist halt unser Wirtschaftsmotor gerade im Augenblick. Da geht halt am meisten. Und er zieht gerade ein Bombengewitter rein. Bombengewitter ist das. Das zieht voll hierher, ne? Bedrohlich alles. Wahnsinn. Sind hier an den äußersten Rändern dieses Gewitters. Ah, es zieht voll zu uns, ne? Freunde, noch habt ihr Gelegenheit abzuhauen. Schnell! Hier ist schon echt viel los mittlerweile. Das Wetter ist fast weg. Nee, das ist, das zieht haarscharf dran vorbei, das Gewitter. Aber das geht schon. Hier scheinen, jetzt ist schon fast durch. Zieht aufs Meer raus. Das ist okay.
Damit können wir alle leben, ich ganz besonders. Und womit ich auch leben kann, ist auf jeden Fall die nächste Forschung, der Gepäckträger. Damit kriegen wir nämlich deutlich mehr Leute. Und mit mehr Leuten können wir natürlich unsere Züge auch deutlich besser befüllen. Headhunter. So, jetzt warte mal ganz kurz. Kann ich das hier irgendwie ändern? Ja, toll. Das bringt mir nichts. Ich könnte natürlich jetzt bloß dem Zug hier für die Leerzeiten könnte ich natürlich jetzt einen Auftrag geben. Und zwar hier sollst du mindestens... Wer spart, gewinnt. Mindestens mit 5 Wagen sollst du fahren, damit du einfach Zeit hast. Ausweichgleise errichten, ja, wobei das brauchen wir im Augenblick gar nicht. Gucken wir mal, ob man mit 5 besser hinkommt. Zufällige Panne. Wie schaut jetzt unsere Abzahlungsgeschichte aus? Wie viel Zeit haben wir noch? 29 Wochen. Wir haben jetzt das relativ knapp. Old Iron Sights. Baldwin testet Lokomotive. Okay, cool. Ich finde es halt schlimm, dass San Diego noch nicht so ganz wächst. Also die Stadt hat keinen mega Aufschub. Ich würde da gerne halt volle Kanne reinmöhren, aber das, solange hier noch nichts angeliefert wird, bringt uns das nichts. Weil San Diego ist halt die Stadt, Karl. Es ist die City. Ja, das ist das Ding einfach. Wir verdienen nicht schlecht. Das ist wirklich Fakt. Wir verdienen nicht schlecht, aber wir müssen natürlich auch aufgrund unseres Kredits einfach vorsichtig sein. Und das ist das, was mich am meisten nervt, dass wir hier keine Entwicklungsstufen haben. Wie schaut es bei euch aus? Bei euch ist nicht viel anders. Wobei Portland hier mega groß ist. Aber die haben auch nur Bier und können damit nichts anfangen. Wie ist Konkurrenzforschung? Bier, Bier, die können auch damit nichts anfangen. Und der Zug steht hier völlig in der Prärie rum. Ich glaube nicht, dass der jemals irgendwas schafft. Bei Holz könnte sein, dass Holz tatsächlich auch gefragt ist. Tatsächlich ist es beide angefragt, okay? Das heißt, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt versuchen, das gleiche System umzusetzen. Wir werden unsere Kuh werden wir nach Yuma liefern. Oder werden wir das? Ich traue mich halt einfach auch nicht, ne? Ich traue mich manchmal zu wenig und manchmal zu viel. Das ist ganz seltsam. Jetzt hätten wir unsere Kosten für unseren Kredit weg. Und könnten quasi hier die Kuh anstarten. Das ist ja schon auf halbem Weg nach Kingsman, das auch interessant ist. Gerade wenn wir hier das Netz irgendwie doppelgleisig nutzen, um dann später mal rüberzukommen. Wäre das interessant, auf der Flussseite schon mal die ersten Streckennetze zu haben. Ich bin mir halt noch nicht sicher im Augenblick, wie wir das am einfachsten machen. Die Kuh würde ich trotzdem gerne mitnehmen. Wird 100% wird halt gerade, es wird zu viel angefragt. Ja. So, was kann man als nächstes? Posttransport. Erhöht die Transportvergütung pro Frachtwaggon. 8% mehr Einnahmen wäre natürlich auch geil. Post transportieren wir viel, wir erhöhen da die Postvergütung. Das ist eine gute Sache. Ich glaube, das könnte uns auch echt was bringen. Gerade auf den Langstrecken. Und damit könnte man natürlich auch mehr Geld verdienen, was jetzt natürlich wichtig wäre. Was auch immer dieser Professor uns gebracht hat, ich habe keinen einzigen Forschungsauftrag erhalten. Zumindest kein, vielleicht war das das, was man geforscht hat hier, ich weiß es nicht. Mir fehlt da einfach noch ein bisschen, glaube ich, das Verständnis in dem Fall. Gut, jetzt machen wir es trotzdem. Ein Bahnhof für die Liebe, meine Lieben. Die Größenordnung ist egal, ich setze ihn genau an den Rand. Und baue hier einmal eine kleine Geschichte an. Jetzt können wir mal gucken, warte mal, wir wollten nach Yuma runter, ne? Wenn wir hier rüber wollen, dann wird es schon wieder zu teuer. Also bis hierhin bauen wir mal die Strecke. Hier auch ein bisschen in die Landschaft reinschneiden. Schade, dass man das nicht mehr planieren kann. Ist aber bestimmt auch mega geil, wenn man da durchfährt. Wobei man da tatsächlich in den frühen amerikanischen Zeiten auch wirklich solche Schienen gebaut hat. Hat man ja echt ausgegraben in dem Maß.
So, und jetzt kommt dann hier eine mega große Geschichte rüber und die schließt dann hier oben drüben an. Und dann hätten wir hier tatsächlich in Yuma schon mal ein großes Gerät geschafft. Auch wenn natürlich die Ausgabe hier ist natürlich jetzt erstmal immens. Wird uns allerdings wahrscheinlich noch bald sehr viel bringen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das richtig was wert ist. Und wenn wir dann hier das Gleis vergrößern und hier nochmal eine neue Spur rauslegen, könnte man natürlich auch dann einmal die Priorität auf Fleischlieferungen dann erhöhen. Mal gucken, ob das weiterleitet. Da bin ich raus, leider. Ich erhöhe mal ganz kurz die Spielgeschwindigkeit, einfach um das mal laufen zu lassen. 20 Wochen haben wir noch, um 136.000 zu bekommen. Naja, da bringt uns das alles gerade nichts. So, wir bauen hier mal weiter. Wir müssen, wie gesagt, bald sparen. Das wird uns nicht ausbleiben. Das denn? Warum kann ich hier nicht reinbauen? Oh, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich Kuchen gemacht, du. Oh. Warte mal kurz. So, pass auf. Können wir das so machen? Warte mal kurz, ich bin mal gespannt gerade. So. Das ist halt totales Geschlängel hier auch. Von da nach da. Lokomotive bringt uns im Augenblick zwar noch nicht viel, aber da könnte man auch eine John Hancock für zum Beispiel uns gewinnen. 42.000. Und dann lassen wir es auch echt bleiben. Wie schaut es da aus? Wir haben es nicht ganz erreicht bis jetzt. Wir müssten noch ganz, ganz viel mehr machen. Jetzt werden wieder Zinsen fällig, aber wir könnten trotzdem... Wobei, das ist schon eine ziemlich lange Strecke. Da sollte man schon Gas geben drauf. ...57.000 ist natürlich eine harte Nummer. Ganz kurz nochmal einen Blick auf die Anleihe. 14 Wochen haben wir nur noch. Komm, wir machen das. So, und jetzt sagen wir der Spur allerdings noch eins. Und bei Adams Vieh, Priorität natürlich auf Vieh. Ja, ganz klar. Und mindestens mit 4 Waggons soll er fahren, sonst will ich das gar nicht mehr sehen, das Ding. Und jetzt stellen wir mal wieder auf normale Geschwindigkeit rum. Oh ne, sag nicht, da ist einer drin. Ach nee, der braucht halt einfach 100 Jahre, okay. Aber dann müssen wir dem trotzdem hier ein Stoppsignal setzen. Nicht, dass der hier reindonnert, wenn wir ja gerade echt im Bedarf sind. Wobei der halt echt voll ist, schau dir den mal an. Der ist halt einfach mega überladen. Da bin ich jetzt mal gespannt. 18.000! Boah! Ohne Fleiß? Kein Preis. Mhm. Wir gucken uns jetzt mal Yuma an. Wir liefern ja jetzt gerade auf dieses Viehwerk. Die Auslastung der letzten 30 Wochen, ja, ist immens. Ja, jetzt gucken wir mal schnell, was da hier abgeht. Das könnten wir mal gucken, was kostet uns der Betrieb? 240.000, da könnte man eigentlich dieses Fleischwerk könnte man natürlich auch kaufen. Und damit hochtreiben.
Aber das ist hier eine andere Frage auch im Prinzip. Wenn ich jetzt diesen Zug hier sehe, auf der Linie, in Yuma, könnt ihr natürlich auch die Priorität auch ändern. Und so machen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ist ja nur eine Priorität. Boah. Boah. Also das ist natürlich arg heftig, ne? Zum Glück kommt da jetzt gerade keiner. Ich meine, auf dem Rückweg geht's ja noch. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie die Entwicklung von Yuma in der nächsten Zeit ist. Ob die jetzt signifikant deswegen steigen. Ja, warte mal ganz kurz, das Fleisch. Das ist natürlich enorm, was hier gehandelt wird. Jetzt ganz kurz nochmal, was haben wir hier noch? 5 Wochen hätten wir noch Zeit um 36.000, das schaffen wir auch. So, hier schummelt sich dann gerade nochmal ein anderer Kumpel ran. Da werden wir aber trotzdem nicht drum rumkommen, hier einen Versorgungsturm irgendwo hinzubauen. Weil der braucht mit Sicherheit mal Versorgung. Und hier werden wir definitiv in Yuma, müssen wir uns was überlegen. Da würde ich gerne den Bahnhof dann vergrößern, aber jetzt warten wir erstmal noch hier ein bisschen. Ich glaube, das klappt noch nicht mit der Priorität von dem Transporten, weil hier natürlich ein anderes Problem erstmal im Vordergrund steht. Wir haben noch keine Kühltransporter. Und ich glaube, da wird ein großes Problem sein. Das müsste man natürlich auch erstmal forschen. Die Kühlwägen, frische Lebensmittel, längere Haltbarkeit, erlaubt deinen Zügen die Verwendung eines Kühlwagens oder erhöht dadurch die Frachteinnahmen bei Lebensmitteln. Ich glaube, da hängt nämlich das Problem. Öllampen. Okay, lass uns mal trotzdem hier nochmal schnell schauen. 10% mehr Pakete ist eine wichtige Sache. Okay. Kosten. 2 Wochen haben wir noch. Das wird knapp. Ich beschleunige trotzdem mal. Das schaut alles sehr positiv aus. Ich hoffe, der kommt noch rechtzeitig rein. Dann könnte man unseren Kredit nämlich vielleicht sogar wirklich tilgen. Komm, du schaffst es. Kumpel, du schaffst es. Nicht ganz. Aber jetzt ist es, oder? Dadurch fallen Strafzinsen an, okay. Ja, den können wir uns doch eigentlich leisten, oder? Weg das Ding. Kein Kredit mehr. Nie mehr, meine Lieben. Ich will kreditfrei durch die Nacht sein, quasi. Meine Freunde, ich würde sagen, nächste Folge geht's weiter. Wenn ihr Bock habt, natürlich. Und dann umso mehr mit Liebe. Bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf ZwergTube. Ciao.